Tag 37. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 3. Im letzten Part haben wir den Endboss-Kampf gemacht und das Spiel beendet. Allerdings haben wir das Spiel noch nicht zu 100% durch. Daher habe ich den Tag nochmal gelöscht und habe den Tag 36 nochmal neu angefangen. Und da waren wir im Wald des Anfangs und haben da die restlichen Früchte geholt. Wir haben da jetzt 18 von 18. Und heute geht es im nächsten Gebiet weiter und versuchen da dann die letzten Früchte zu holen. Garten der Begegnung sind wir schon durch, okay. Dann haben wir hier hinten noch ein Gebiet, Eisöde der Verwirrung. Da sind auch nochmal 4 Früchte zu holen. Und dann letztendlich noch Fluss der Veränderung, nochmal 6 Früchte. Das wird dann da auch nochmal hart. Allerdings will ich erstmal zur Eisöde der Verwirrung. Da gibt es bestimmt noch ein paar Wasserstellen, wo wir dann mit Wasserpigmen hingehen können. Weil wir damals ja noch keine Wasserpigmen hatten. Generell muss ich erstmal hier wieder natürlich zurechtkommen in dem neuen Gebiet. Mal gucken, wo die letzten Früchte sind. Da bin ich insgesamt sehr gespannt. Und dann wollen wir mal loslegen. Eine Frucht sehe ich sogar schon auf dem Touchscreen, also auf dem Gamepad. Und zwar hier im Wasser ist eine Frucht, die ich dann da gebrauchen werde. Dann hier in der Höhle ist ein Tor. Und wenn man da durchgeht, ist da noch eine Frucht. Das ist die Frucht Nummer 2. Da muss man durch mehrere Höhlen durchgehen. Okay, und vorher muss man die Höhle irgendwie beleuchten. Nee, die ist sogar beleuchtet. Aber es sind noch ein paar Monster drin. So, 2 Früchte habe ich jetzt schon gesehen. Dann gucken wir mal weiter, wo noch Früchte sein könnten. Bis jetzt sehe ich keine weiteren Früchte. Nee, hier unten ist keine. Es müssen 4 Früchte sein. 4 Stück. Hier oben ist noch ein Weg, der noch nicht erkundet scheint. Und hier ist dann nochmal eine Frucht. Einfach eine Frucht im Nix. Und hier ist noch eine Frucht. Auch wieder irgendwie im Nix. Okay. Aha, da kommt man dann mit Wasserpigment durch irgendwie. Also Wasserpigment, merkt man, sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Bedeutet, ich werde mal Charlie hier hinpacken. Und mit Charlie werde ich einfach mal Wasserpigment holen. Und zwar 25 Stück. So. Ich versuche das wieder alles ein bisschen aufzuteilen. Wie man das schon kennt. Ah, da sind allerdings auch Gegner. Das gefällt mir weniger. Gehen wir erstmal zu den Gegnern. Das sind Elektrohunde. Ich brauche da nochmal Elektropigment. Dann nochmal hier ein paar Elektropigment holen. 20 Stück. Die kann ich ja später wieder zurückbringen. Das ist ja nicht das Problem. So, und dann muss ich jetzt hier runter. Diese Elektrohunde sind nämlich nicht gerade harmlos. Und da will ich halt nicht die blauen Pigment für opfern. Ja, sie haben es geschafft. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, der Weg da ist frei. Gehen wir mal hier durch. Ob wir da auch easy drüber kommen, das sieht gut aus. Okay, dann lassen wir mal die gelben Pigmen mal hier alle. Und gehen mit den blauen Pigmen weiter. Was? Was ist denn das? Eine Höhle. Wo es da durchgeht. Aha, eine Abkürzung. Habe ich nicht die damals schon aufgemacht? Ich weiß es nicht. So, mit dem Wasserpigmen gehe ich jetzt hier durch. Da sind noch Wassergegner. Okay, der war einfach. Und hier ist noch ein Wassergegner. Ich muss die erstmal besiegen, bevor ich irgendwas anderes hier mache. So, dann da. Das sieht aus wie so eine Tomate, aber ein bisschen zu orange dafür. Vielleicht eine spezielle Tomatenart, das kann natürlich sein. So, die wird jetzt weggeschafft. Das ist sehr, sehr gut. Sonst gibt es hier nichts mehr. Da gibt es noch eine Wand zu durchtrennen. Was dann eine kleine Abkürzung ist, rein theoretisch. Eine Abkürzung, die ich an sich so nicht brauche. So, dann kann ich ja mit Charlie hier hinten hingehen, weil da scheint ja auch noch was zu sein. Da muss ich mal gucken, ob der Weg dafür frei ist. Das sieht gut aus, das sieht sehr, sehr gut aus. Gehen wir mal bis hierhin erstmal. Den Rest gehe ich dann alleine. Dann haben wir hier ja noch die anderen Beine, beziehungsweise, was war das gerade? Ich glaube, mein Fenster hat sich gerade geschlossen, automatisch. So, hier. Die gelben Pigment mal geholt. Jetzt ist draußen noch ein Laster, kann man vielleicht hören, ich weiß es nicht. Wo waren jetzt noch
Pikmin, genau hier hinten. Da brauchen wir Flug-Pikmin, Feuer-Pikmin brauchen wir auf jeden Fall. Und eventuell auch gelbe. Also die gelben, die ich da gerade habe, die nehme ich mal mit. Nehme auf jeden Fall rote, 15 Stück mal mit. Und 15 Flug-Pikmin. Ja, das sind die erstmal. Und da gehen wir hier mal rüber. Sind auf dem Weg Gegner? Ja, dieser Gegner da. Da brauche ich eigentlich noch mal ein paar Felspicken. Nehme ich noch mal 5 Stück davon mit. Ich versuche natürlich an diesem heutigen Tage alle Pikmin da zu holen. Alles Obst zu holen. Nicht alle Pikmin, sondern alles Obst. Daher muss die Planung auch ganz gut laufen. Laufen wir da erstmal hin. Rein theoretisch brauche ich Brittany da gar nicht. Na egal. Melde Ankunft am Ziel. Sehr, sehr schön. Die Pikmin kommen da jetzt noch alle durch. Da ist die Frucht, die da hochgetragen wird. Und da gibt es nochmal Gegner, die ein Glück sehr, sehr schnell zu besiegen sind. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Aber bisschen schwieriger dazu, die zu treffen. Also da braucht man schon ein paar Anläufe. Hier unten sind dann noch irgendwelche Quallen oder so, die auch relativ schnell zu besiegen sind. Ein Glück. Es müssen erstmal alle Gegner weg. Nicht, dass die irgendwen hier killen oder so. Okay, das passt, das passt, das passt. Und dann gehen wir mal hier rein. Hier ist sonst weiter nichts. Aber. Ah, da brauche ich Flugpigment. Shit. Da brauche ich Flugpigment. Aber hier, das Ding kann ich da durchmachen. Das kann ich schon mal machen. So. Das heißt, Charlie, du holst dann nochmal ein paar Flugpigment. Ist ja kein weiter Weg. Derweile hier. Brittany will ich mal hier lassen, damit sie an der Drake wartet, falls ich für sie noch irgendeinen anderen Auftrag habe. Warte, wir haben jetzt da eine Frucht. Hier ist noch eine Frucht. Das werden wir dann. Da brauche ich doch Brittany für, oder? Oder komme ich hier dann da durch? Das kann natürlich sein. Also da eine Frucht, dann hier hinten ist die eine Frucht. Und wo war denn jetzt die vierte Frucht? Schon komplett vergessen. Wo war jetzt die vierte? Eine haben wir, dann haben wir da eine. Links eine. Wo war jetzt die vierte? Sorry, dass es jetzt auf dem TV-Bildschirm so ein bisschen komisch aussieht, weil ich hier andauernd herumscrolle. Aber ich muss die vierte Frucht finden. Vorhin hatte ich die ja. Vorhin hatte ich die ja gesehen. Hier ist die eine. Aber da ist ja nur diese eine. Dann war da eine Frucht, die haben wir geborgen. Da eine Frucht. Da oben geht es ja auch. Genau, hier oben ist die eine Frucht. Aber wie kommen wir denn da weiter? Ist irgendein anderer Ausgang? Ich weiß es nicht. Brittany, geh erstmal zurück zur Drake. So. Charlie ist unterwegs und wir sind hier angekommen. Im Wette brauche ich dann. Da später. Ah, dann Flugpick und holt den mal darunter. Wohin ziel ich? Wohin ziel ich? Ja, die kriegen es hin. Okay, wunderbar. Bisher keiner gestorben. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier weiter. Dann sind wir mit den ganzen Pikmin hier angelangt an der Höhle. Vorher gucke ich hier mal nach. Hier sind Charlie und Brittany. Charlie braucht auf jeden Fall nochmal Flugpikmin. 15 Stück. So, die Flugpikmin, mit denen geht er dann wieder zurück ins Wasser, wo die blauen Pikmin gerade noch die Wand wegmachen. Genau. So, da ist Alf. Und Brittany ist hier mit ein paar Wasserpikmin, die wir an sich da, glaube ich, gar nicht mal brauchen. Das heißt, ich schicke die mal zurück. Die sind da unterwegs und dann gehen wir hier in die Höhle mal hinein. Ich weiß nicht, was hier noch alles in der Höhle auf uns wartet. Auf jeden Fall Feuergegner. Dafür habe ich extra die roten Pikmin mitgenommen. So, Nummer 1. Je mehr Feuerpicken ich hinpacke, desto schneller sind sie besiegt. Also sehr, sehr wichtig eigentlich, dass ich da alle hinschicke. So, sehr, sehr schön. Achtung, es kommen auch hier Feuerfontänen raus. Das darf ich nicht vergessen. So, und dann brauche ich hier Flugpikmin für. Die habe ich ja extra mitgenommen. Obwohl, da warte ich noch, weil ich glaube, Charlie ist inzwischen hier angekommen. Genau. Dass wir erstmal hier weitermachen. Hallo?
Ich kann von dieser Position aus das nicht hoch machen. Stimmt. Dann müssen wir erstmal hier lang gehen. Aber das ist nur eine Abkürzung. Allerdings, vielleicht kann ich da die Frucht herumtragen. Ja, das kann ich wenigstens. Sehr, sehr schön. Ist der Weg hier frei? Weil die scheinen das hier rüber jetzt zu tragen zu wollen. Nein, da sind Gegner. Nein. Böse aus. Ist nicht so schlimm. Ich habe einen Plan. Oder die tragen das darüber. Das sind schlaue Pikmin. Sehr, sehr schön. Dass ich da dann... Da müsste ich dann... Ja. Ich brauche Brittany. Die hier noch wartet. Sie nimmt mal nochmal ein paar Flugpikmin mit, falls die dann nicht reichen. Nochmal 7 Stück. Falls die dann nicht reichen. So, zack. Und dann geht Brittany mit zu Charlie. Damit Charlie dann Brittany da drauf schmeißen kann. Falls es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Da ja einfach ausprobieren. Dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Da brauchen wir 10 Flugpikmin für. So, um das aufzumachen. So, dann nehme ich mal Felspikmin. Um die Dinger hier mal ganz schnell zu besiegen. Ah, das sind Feuerviecher. Obwohl, das ist nur der. Das eine Vieh ist nur ein Feuervieh. Okay, die Gegner sind da besiegt. Und ihr könnt da mal aufhören. Genau. Was ist denn jetzt hier? Dunkel ist es auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr dunkel. Ah, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Warte, warte, Motivierspray und zack, los geht's. Alle drauf da. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und da kam keine Frucht raus. Irgendein Pikmin ist gestorben, ein gelbes Pikmin ist gestorben. Ich weiß nicht warum, aber ist leider so, ist leider so. Oh, gut, dass ich Felspikmin mitgenommen habe. Zwar nicht so viele, aber ich habe wenigstens 4 Felspikmin, habe ich. Na toll. Es ist Mittag. Wir haben bisher nur 2 Früchte von den 4. Ich möchte halt verhindern, dass wir nochmal einen zweiten Tag hier sind. Aber es könnte sein, dass das so sein wird. So. Ah, dass ich jetzt nicht so viele Felspikmin damit habe. Aber ich glaube, wir brauchen die Bomben. So. Kommt mal her. Wir haben hier... Ach, hier ist sogar die Frucht. Gibt es hier nicht irgendwie, um Licht zu machen mit Elektro-Pikmin oder so? Anscheinend nicht. Aber wir haben da oben die Frucht. Vielleicht können sich da Flug-Pikmin drum kümmern. Achso. Wird generell gegraben. Warte, dann können da gelbe Pikmin doch graben. Und dann andere Pikmin... können da oben das dann mal aufhalten. So, dass das aufgehalten wird, damit die Frucht dann direkt weggetragen werden kann. Ah, die meisten gelben Pikmin sind leider hier wieder runtergerutscht. Nicht so schlimm, ich packe wieder ein paar hoch. Und derweil kann ich ja hier mal gucken, dass ich da Brittany irgendwie raufkriege. Oder Charlie, einer von beiden. Hiervon nicht, aber... Ah... Charlie, komm her. Danke. Ja, so soll es sein. Dann nimmt er die Flugpikmin. Dann kann ich mich von hier oben aus das Ding da aufmachen. Okay, sehr, sehr schön. Okay, dann ist das auf. Dann kann ich die hier mal alle nehmen. Und kann mit denen da mal rüber gehen. Das eine Pikmin bräuchte ich da an sich eigentlich auch. Ah, wo sind wir? Wir sind bei der anderen Frucht. Okay. Ah, ich brauche die Pikmin hier noch. Okay. Wir haben alle Pikmin. Und dann gucken wir mal, wie wir an die Frucht hier rankommen. Okay, das sieht hier ein bisschen merkwürdig aus. In einem der Eier. Oh nein! Nein! No! Nicht erneut die Spinne! Nicht erneut die Spinne! Ich will mal hier mal alle durchschicken, damit...
die sich weiterentwickeln können. Nicht erneut die Spinne. Och nee. Aber hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier noch länger. Aha, hier geht's dann raus. Gut, dann haben wir schon mal den Ausgang gefunden. Ach nee, was ist denn hier drin? Nektar. Ja, toll. Und hier? Wenn hier wenigstens ein paar Knospen wären, damit ich halt nochmal andere Pikmin hier her beschaffen kann. Aber selbst das ist ja nicht. Also um den Boss kümmern wir uns dann im nächsten Part, würde ich schätzen. Ah, da kann ich nicht mehr hinschicken. Na kommt, na kommt. Eine große Knospe, das bringt mir jetzt sehr weniger was. Ich sehe gerade auch. Ich wollte zu Dings rüber. Hier ist ein blaues Pikmin, was da noch herumschwirrt. Und jetzt tot ist. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Gut, hier kann ich jetzt eher weniger was ausrichten. Allerdings müssen wir den Boss besiegen, wenn wir an die Frucht rankommen, weil dieser Boss hat die Frucht. So, hier brauchen wir noch ein paar Pikmin, okay. Noch ist ein bisschen Zeit, also von daher bringt die Frucht mal weg. Sonst gibt es hier nichts weiter, denke ich. Was man ja erkunden könnte. Da sind noch ein paar Gegner. Aber auf Gegner habe ich gar keine Lust. Und was hier drin ist, keine Ahnung. Ah, noch eine Datei. Die 7. Wieder so eine komische Datei. Haben wir schon mal gefunden. Auch im letzten Part. Hier hinten geht es auch noch irgendwie lang. Da ist noch so ein Feuergegner, aber sonst weiter nichts. Es ist halt extrem dunkel hier. Okay, die Frucht ist draußen. Ja, die ist schon längst fast schon da. Okay, dann nochmal kurz gucken, ob wir wirklich nichts ausgelassen haben. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben nichts ausgelassen. Oh, da ist die Frucht, die ist bald zu Hause. Mit den gelben Pikmin. Der Weg ist frei. Sehr, sehr schön. Und an sich, wo ist denn jetzt der Ausgang? Wo war denn jetzt der Ausgang von diesem, von dieser Riesenspinne? Wo waren das? Hier, hier hinten. Rein theoretisch könnte ich da dann trotzdem ein Pikmin hinschicken. Allerdings würde sich das, glaube ich, jetzt nicht mehr lohnen. Aber so ein paar rote Pikmin fürs nächste Mal oder so, kann man bestimmt da ranholen. Das wird ja, das ist aber trotzdem wieder ein bisschen kompliziert, was wir dann im nächsten Part machen werden. Ja, wir probieren es einfach, wir probieren es einfach. Ich gucke erstmal, ob man da überhaupt Pikmin hochschicken kann. Beziehungsweise komme ich die überhaupt so heile durch. Ich glaube ja. Sind hier Gegner? Ich sehe jetzt auf Anhieb keine Gegner. Das ist sehr, sehr gut. Und auf dem Weg sind auch keine Gegner. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens. Dann haben wir wenigstens an sich alles geschafft, außer eine Frucht, um die wir uns dann später kümmern werden. Jetzt mit der Spinne ist halt, ja. So, es sind ein Stein, ein Felspigment und 15 gelbe Pigment sind gelten als verloren. Da muss ich mal gucken. Sind das, das sind 13 gelbe Pigment. Also irgendwo müssen zwei gelbe Pigment verloren sein und ein Felspigment. Die Frage ist nur, wo. Warte, da nicht, nee. Da kommen wir auch, ach, da kommt man darüber zurück, okay, gut zu wissen. Wo ist vielleicht das Felspick? Da, bei Alf. So, ach, hier unten, aha, okay. Okay, okay, sehr schön. Frucht ist gleich erhalten. Und, genau, da ist er. Und dann ist halt hier dieser Boss. Der nicht gerade einfach wird. Wir hatten schon bei der letzten Spinne ordentlich zu tun. Da war ich sehr, sehr froh, als wir sie besiegt haben. Und dann ist das hier wahrscheinlich nochmal eine schwierigere Version. Und ich hoffe, der Neck. Warte, kann ich nicht die Flugpikmin mal darauf schicken? Genau. Dass die wenigstens jetzt auch nochmal Blüten kriegen. Dann haben jetzt wenigstens alle nochmal Blüten. Na gut, fast alle. So, die Eier sind zwar jetzt alle weg, aber ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wir beenden den Tag. An sich war der Tag sehr erfolgreich.
Aber ich hätte wirklich gedacht, wir kriegen das innerhalb eines Tages hin, alle vier Früchte zu sammeln. Aber wenn da halt noch ein Secret Boss ist, dann ist das einfach so. Und eventuell brauchen wir für das andere Gebiet, weil wir haben ja nach dem Gebiet noch ein anderes Gebiet. Eventuell brauchen wir da auch nochmal zwei Parts, also jetzt so ungefähr drei Parts. Dass wir im dritten Part dann sie sehen, beziehungsweise im vierten Part, dann nochmal den Boss machen. Beziehungsweise da werde ich auch einiges cutten, ihr werdet dann nicht alles nochmal sehen. Und dann wird im vierten Part, werde ich euch die Früchte alle zeigen. Und dann ist das Let's Play dann auch schon vorbei. So, ja, keine neuen Früchte sogar. Erstmal das Saftkissen. Aber gut, neue Früchte haben wir ja im letzten Part 2 bekommen. Die Banane und der, ja, wahrscheinlich Pfirsich. Das hat ja gepasst schon. So. Ja, Saftkissen hat sehr viel Saft drin. Gelbsaurier sowieso. Und die andere Frucht bestimmt auch. Ja, ich weiß, man kann das alles mit Plus überspringen. Wird jedes Mal angezeigt, aber finde ich so ein bisschen lame. Nee, will ich nicht. Wir haben übrigens über 50 Früchte inzwischen. Oder Drinks. Mega geil. Ja, eher Drinks. Früchte haben wir auch über 50 bis mit 58 von 66. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Dann fehlen jetzt noch 8 Früchte, oder? Oder wurden die jetzt noch nicht mitgezählt? Das kann natürlich sein. 59 Früchte haben wir jetzt. Okay, dann fehlen 7. Eins hier und dann halt noch 6 in einem anderen Gebiet. Genau, das passt. Das passt. So, leider ist ein Pikmin gestorben, ein blaues Pikmin. Sehr ärgerlich. Wir kriegen keinen Tag hin, wo kein Pikmin stirbt. So, zwei Pikmin? Ein gelbes Pikmin ist irgendwo noch gestorben. Okay. Okay. Ja, gut. Nein, drei sogar. Drei. Was? Dann der Abschlussbericht wird von irgendwem irgendwas Gelabertes sein. Von Brittany. Irgendwas über Früchte wahrscheinlich. Seit wir auf diesem Planeten mit der Suche nach Nahrungsquellen begannen, sind bereits 37 Tage vergangen. Wir konnten 59 Früchte sammeln und haben etliche Samenkörner gelagert. Heute werden wir so vielen auf Koppel das Leben retten. Es ist beruhigend zu wissen, dass auch Alf und der Captain ihr Bestes tun und so viele Früchte sammeln wie möglich. Ja, und im nächsten Part geht es dann weiter. Wir besiegen die Spinne, hoffentlich, und holen uns aus dem Gebiet die letzte Frucht. Das ist der Plan für den nächsten Part. Und da können wir ruhig dann mit allen drei dann hingehen, beziehungsweise, oder mit möglichst vielen Pikmin. Da werde ich mir einen Plan extra aufstellen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und bye bye.